Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, einen Traum von einem Erdbeben und schauen jetzt mal, dass es hier auf jeden Fall mit der Hauptstory weitergeht. Das wäre sehr, sehr wünschenswert, sonst müssen wir noch ein paar Aufträge machen, aber das sollte nicht weiter tragisch sein. Guten Morgen, Niki. Ha, was ist los? Stimmt etwas nicht? Ach, natürlich, es geht um das Erdbeben vorhin, stimmt's? Ich hätte mir ja denken können, dass du deswegen genauso besorgt bist wie ich. Sonst, ich meine, klar, wenn Erdbeben casual sind wie in Japan, dann ist das vielleicht nicht so eine Rede wert, wobei ich glaube, die reden trotzdem drüber. Simsalas Team ist noch nicht zurückgekehrt. Das heißt ja, dass Groudon unglaublich stark sei. Da kann man sich schon Sorgen machen. Andererseits ist Simsalas Team aber auch sehr stark. Die packen das schon. Außerdem waren wir damit einverstanden, dass Simsala sich um Groudon kümmert. Uns bleibt also nicht weiter übrig, als uns in Geduld zu üben und zu warten. Konzentrieren wir uns darauf, das zu tun, was wir am besten können. Lass uns darum als Retterteam unser Allerbestes geben. Also, ich bin Iso und das ist wohin genau? Genau, wohin genau? Wir haben eine Notiz am Infobrett vor der Pelipper-Post angebracht. Genau. Bitte seht doch mal nach. Bitte, bitte, bitte. Genau. Wohin genau? Bitte helft uns. Wir müssen jetzt los. Ist so. Genau. Genau. Okay, dann schauen wir da mal. Was war das denn jetzt? Dieses kleine Pokémon eben. Wie hieß der Junge noch gleich? Isso? Er wollte, dass wir uns das Infobrett vor der Pelipperpost ansehen. Vielleicht stecken die beiden ja in Schwierigkeiten und haben deshalb einen Rettungsauftrag am Infobrett ausgehängt. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nicht zu oft zur Pelipperpost. Sehen wir uns das Infobrett an. Ja, aber ich möchte erst einmal noch zu Knuddeluff. Denn, warte, erstmal hier wieder unsere tägliche Einzahlung. Hallo, ich würde gerne. Wait. So viel möchte ich gerne einzahlen. Ja, genau. Eine sehr, sehr fakeste Zahl. So, und wir bekommen eine Sinelbeeren. Schön. Und wir holen noch 1000 ab. Und damit sollten wir uns schon mal wieder was Schönes bei Knuddeluff leisten können. Yes. Dankeschön. Und tschüss. So, Knuddeluff. Wir wollen gerne. 7000 ist zu viel. Aha, hier, guck mal. 2700, das nehmen wir doch mal mit. Und dann packe ich nochmal Sachen ins Kangama-Lager. So. Dann können wir uns aber wirklich mal die Notiz am Infobrett bei der Pelipperpost anschauen. Lagern. Erstmal sortieren wir hier wieder schön. Und dann. So, machen wir das hier mal weg hier. Ja, das sieht wunderbar aus. Und tschüssi. So, was haben wir denn hier? Ach, warte, hier ist diese Mobile-Statue, ne? Das ist eine Statue von Mobile. Von hier aus hat man einen tollen Ausblick und die Meeresbrise ist sehr angenehm. Ja, irgendwie erscheinen jetzt in Dungeons irgendwie Mobiles oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, das ist die Frage. Was hier ist denn von ihm? Direkt das erste? Nee. Ah, hier. Tumultwald. Okay. Auf dem Infobrett steht, erteilt dem Menki eine Lektion. Habt ihr den Auftrag dort ausgehängt? Ja, ist so. Genau. Eine Bande von aggressiven Menki treibt in unserem Wald ihr Unwesen. Die sind völlig außer Rand und Band und machen uns so das Leben schwer. Ganz genau. Wir haben keine Ahnung, was denen über die Leber gelaufen ist. Aber sie sind immer mies drauf und greifen jeden an, der ihnen über den Weg läuft. Genau.
Das ist in der Tat ein Problem. Niki, darum kümmern wir uns. Vielen Dank, wir zählen auf euch, ist so. Genau. Du erhältst nun Zugang zu dem Ort, an dem die Menki ihr Unwesen treiben. Der Tumultwald steht jetzt für Erkundung offen. Okay. Ich nehme jetzt aber einfach trotzdem schon mal hier nochmal ein bisschen mehr an, ne? So. Wir können ja gerade eine Menge annehmen. Wenn ich mal irgendwo bin, dann mache ich ja automatisch diese Aufträge. Ich glaube, das schadet uns nicht. Ah, ich hätte durch das Loch gehen können von Dikta. Mann. Egal. So. Tumultwald, yes. Dann gehen wir da direkt rein. Nehme ich wieder Voltenso mit? Ah, nee. Wir nehmen wieder hier unser Absol. Aha! So. So geht das doch gleich viel schneller. Und dann brechen wir auf. In den Tumultwald. Hm. Ob der nur so heißt, weil die Menki da jetzt ordentlich Tumult machen oder ob die schon vorher so hießen? Also hieß der Wald Singular. Oh, ich hasse Paralyse. Wobei, die war ziemlich schnell vorbei, ne? Muss man einmal ganz kurz fairerweise sagen. Hier ist ein kampfunfähiges Pokémon und ich weiß nicht, ob wir es rekrutieren können. Ich würde es einfach mal versuchen. Achso, mir wurde schon gesagt, ich soll hier die Kastanien aufsammeln. Okay. Aber erstmal kriegt Ladybar hier einen Apfel. Und dann schauen wir mal, ob wir das tatsächlich auch aufnehmen können. Ich glaube, wir haben es schon. Ups, egal, wir nehmen es jetzt trotzdem mit, weil ich kämpfe ja ganz gerne mit ganz vielen Leuten. Ich sammle ja immer ganz viele Leute um mich herum. Ausweichrhythmus. Wird ein Teammitglied innerhalb einer Runde angegriffen, steigt dabei jedes Mal sein Ausweichwert. Der Effekt hält nur eine Runde lang, aber es kann sehr hilfreich sein, wenn ein Pokémon getroffen wird, während es sich konzentriert, um einen Angriff vorzubereiten. Ah ja, okay, das klingt ja ganz nett. Ah, okay, hier sind jetzt die Menki. Scheinen aber auch Spaß zu haben. Hey, was wollt ihr hier? Wir wollen hier jetzt echt nicht rumprahlen. Aber wir sind im 0, nichts auf 180. Und so richtig bringt es uns in Rage, wenn hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Ey, geht's noch? Was guckst du so blöd? Wohl auf Streit gebürstet, wie? Boah, ey, da sehe ich echt rot. Massenraserei, die Dummbeutel machen uns zum letzten Mal wütend. Wir haben gar nichts gesagt. Was ist mit euch falsch? Warte, ist das jetzt schon so ein Bosskampf? Okay. Natürlich auch toll, dass immer ich verwirrt oder paralysiert werde, ne? Oder können meine Teammitglieder gar nicht verwirrt oder paralysiert werden, doch, oder? Also ich muss sagen, unser Evoli macht in diesem Kampf unheimlich viel. Also wow! Wie lange hält Verwirrung so? Nee, das heilen wir nicht. Ah, gut. Aber jetzt sind wir nicht mehr verwirrt. Konnten aber trotzdem nicht viel am Kampf teilhaben, ey. Ah, da gab's ordentlich was auf die Mütze für uns. Mhm. Könnt ihr...
mir jetzt erklären, was euer Problem war? Okay, Tumult war halt abgeschlossen, aber mehr haben wir jetzt trotzdem nicht erfahren, ne? Also, dass wir jetzt nicht mit denen geredet haben, wundert mich ehrlich gesagt schon. Wie versprochen haben wir diesen Menki mal gezeigt, wo es lang geht. Ich hoffe, sie haben ihre Lektion gelernt und halten jetzt mal schön die Füße still. Vielen Dank, ist wirklich so. Genau. Wir sind unendlich dankbar. Hier ist unser Dankeschön. Eine geschälte Kastanie. Okay. Das ist eine geschälte Kastanie? Ja, ist so. Eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir haben kein Geld. Ist leider so. Genau. Deshalb können wir euch nur zur Belohnung auch eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Nein, nein. Das ist schon in Ordnung. Geschälte Kastanien sind köstlich. Sie sind geradezu meine Leibspeise. Obwohl ich wünschte, wir hätten etwas Geld mit der Sache verdient. Hey, ihr da! Oh, jetzt gibt's Stress. Oh nein, diese nervigen Menki schon wieder. Sind uns diese Holzköpfe etwa bis hierher gefolgt? Die wollen sich bestimmt rächen, weil wir sie vermöbelt haben. Ja, euch meine ich. Ihr hattet nur Glück, mehr nicht. Mit uns legt man sich nicht ungestraft an. Diesmal verarbeiten wir euch zu Kleinholz. Wir werden euch regelrecht zermalmen. Massenraserei, auf sie mit Gebrüll. Hey, ja, Augenblick mal. Seht euch das mal an. Eine Kastanie. Das ist eine geschälte Kastanie. Was? Was flüstern die denn da? Sieht ganz aus, als würden sie irgendwas besprechen. Nein! Genau! Was soll das werden, wenn es fertig ist? Hört mal. Ihr habt da etwas, was wir wollen. Diese geschälte Kastanie da. Können wir die haben? Wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Und warum besorgt ihr euch dann nicht einfach selbst welche? Naja, Kastanien haben doch immer so eine stachelige Schale, stimmt's? Wenn wir versuchen, sie zu schälen, stechen wir uns immer. Tja, und dann platzt uns natürlich sofort der Kragen. Deswegen fragen wir euch ja, ob wir die geschälte Kastanie haben können. Wir tun auch alles, was ihr wollt. Was meinst du, Niki? Sollen wir dem Menki unsere geschälte Kastanie geben? Ja klar, warum nicht? Da fällt mir was ein. Hey, wie sieht es mit etwas körperlicher Arbeit aus? Körperliche Arbeit? Sowas wie Kram rumschleppen? Naja, Muckis haben wir zwar, aber Arbeit geht uns gegen den Strich. Aber immerhin geht es um meine geschälte Kastanie. Prima, dann hört zu. Wir wollen unsere Basis umbauen, damit sie etwas mehr hermacht. Basis? Genau. Ich spreche von der Basis für unser Retterteam. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch diese geschälte Kastanie. Nun, was sagt ihr dazu? Okay, wir nehmen das Angebot an. Wirklich? Ihr werdet uns also helfen? Ja, überlasst das nur uns. Wir schleppen das Baumaterial her und modeln ruckzuck das Gebäude um. Wir sind nämlich von der schnellen Sorte, da wird nicht lang gefackelt. Im Gegenzug gebt ihr uns die geschälte Kastanie. Ich helfe auch mit. Dank meiner Seidenfäde können wir alles zusammenkleben. Ich will auch helfen, ist so. Genau. Ich habe irgendwie ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ihr wisst schon, weil wir euch nur eine lumpige geschälte Kastanie geben konnten. Irgendwie hat uns diese geschälte Kastanie mehr gebracht, als man erwartet hatte. Genau. Ich danke euch allen. Okay, packen wir es an. Okay. Okay. Und so begannen die Umbauarbeiten an der Basis des Retterteams Tirakes von Niki. Einige Tage später. Ob das jetzt gerade besser ist? Ich hoffe, das ist jetzt nur ein Prototyp. Wahnsinn! Das geht ja echt schnell voran mit unserer Basis. Genau! Wir stehen in eurer Schuld. Genau! Wir sind noch nicht fertig.
Gut, ja. Es gibt noch immer eine ganze Menge zu erledigen. Genau. Ja, das stimmt. Jetzt nicht nachlassen, bald ist es geschafft. Also los, Menki, spucken wir in die Hände. Nanu? Da drüben. Was ist los mit euch? Wir müssen weiterarbeiten. Kein Bock mehr. Was? Das ist so stinkend langweilig und monoton. Wie soll man das denn aushalten? Ja, genau, das macht keinen Spaß mehr. So eine gestellte Kastanie könnte uns die Arbeit wieder schmackhaft machen. Was ist nur los mit diesen Typen? Unser Akku ist leer, wir brauchen eine geschälte Kastanie zur Motivation. Niki, wir haben ein Problem. Die Menki arbeiten wohl erst dann weiter, wenn sie eine geschälte Kastanie erhalten. Wir müssen also weitere geschälte Kastanien für die Menki finden. Also müssen wir wieder in diesen Wald. Okay, am nächsten Morgen. Ja, das sieht hier doch auch sehr nach Umbauarbeiten aus. Guten Morgen, Niki. Bringen wir den Menki eine geschälte Kastanie. Kastanien gibt's im Tumultwald. Naja, eine habe ich ja. Klonk. So, hi. Eine habe ich. Also ich habe zumindest eine Kastanie. Und habt ihr uns eine geschälte Kastanie gebracht? Oh, eine Kastanie. Wir wollen eine geschälte Kastanie. Los, gib sie her. Wir werden dann auch ganz hart arbeiten. Ja, hier. Bitteschön. Niki schält die Kastanie und übergibt sie Menki. Oh, eine geschälte Kastanie. Also los, ihr Faulperze. Packen wir es an. Was steht ihr da noch so rum? Na los, kommt endlich in die Gänge. Wir werden die Basis in Handumdrehen renoviert haben. Wir schleppen das Baumaterial her und modeln ruckzuck das Gebäude um. Wir sind nämlich von der schnellen Sorte. Da wird nicht lange gefackelt, das habt ihr mir schon mal gesagt. Und so setzten die Menki nach dem Verzehr einer weiteren geschälten Kastanie die Renovierungsarbeiten an der Basis voller Tatendrang fort. Bald schon näherten sich die Bauarbeiten an der Basis ihrem Ende und sie wollen noch eine geschälte Kastanie. Ja. Okay. Dann nach Post sehen. Pokémon-Zeitung Extrablatt 2. Niki unschuldig Teil 2. Glurak äußerte sich vor Ort zu den Ereignissen wie folgt. Das dachte ich mir schon von Anfang an. Hahaha. Despotar fügte hinzu. Dieser Schurke Gengar, so kommt er uns nicht davon. Das hat noch ein Nachspiel. Alles klar. Und Spieleinstellungen. Passe die Einstellungen deinem Spielstil an, um Änderungen an diversen... diversen Einstellungen wie etwa der Spielsteuerung vorzunehmen, musst du zunächst das Menü über X öffnen und anschließend Sonstiges wählen, gefolgt von Einstellungen. Okay. In der Riesenschlucht. Ja, ich schau mal, ob es vielleicht im Tumultwald auch ein paar Aufträge gibt, die wir dann natürlich beim nächsten Mal machen, glaube ich. Sieht nicht danach aus. Egal, dann nehmen wir erstmal trotzdem alles hier schön an. Oh, und wir haben das Limit erreicht. Jetzt muss ich ernsthaft, weil ich nur eine Kastanie habe, muss ich hier nochmal in diesen Wald. Oh, ist das nervig. Ja, komm, wir lassen es jetzt bei Voltenso. Passt schon. Muss ich mal ganz kurz überlegen. Mache ich das jetzt noch hier in die Folge? Ach komm, wir machen das jetzt noch in die Folge rein. Das passt schon. Hey, wir haben einen Levelaufstieg von Voltenso. Okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Hey, Blanas möchte sich uns anschließen und das haben wir tatsächlich noch nicht. Also nehmen wir das mal mit. Okay, wir sind quasi bis zum Ende gekommen und dann stand da, hier scheint sich niemand aufzuhalten und dann war es das. Wir haben eine Kastanie bekommen. Also das war jetzt nicht so erfolgreich. Ich hoffe, das genügt. Ja, 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 wir machen Feierabend, legen uns wieder schlafen, okay. Hat nur 3 Ebenen? Wirklich? So, ja, ja, guten Morgen. Ja, wir bringen den Kastanien. Okay, Pelipa ist auch wieder da. Klunk. Gut, bei 3 Ebenen wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass es da keinen Auftrag zu gibt.
Wunderfelder. Werteveränderungen werden aufgehoben. Sollte der Gegner deinen Angriff oder deine Verteidigung durch den Einsatz einer Attacke, wie etwa Heuler, gesenkt haben, kannst du über ein Wunderfeld laufen oder eine andere Ebene betreten, damit die Änderung ungeschehen gemacht wird. Doch Vorsicht, denn das gleiche gilt auch für Werte, die erhöht wurden. Oh nein! Umfrage, die zwei besten Items. Ergebnis der Umfrage, erster Platz Georockbrocken, zweiter Platz Sinebeere. Laut einer landesweiten Umfrage unter Retterteams ist der Georockbrocken das beliebteste Item. Mogelbaum von Team Mogel dazu. Damit kann man von weit weg angreifen. Unbezahlbar. Den zweiten Platz belegte übrigens die Sinebeere. Okay, dankeschön für dieses Wissen und ihr kriegt jetzt bitte eine Kastanie und ich hoffe, dass das reicht. Ich will nicht nochmal da rein. Das ist so langweilig da und nur drei Ebenen. Was soll denn das? So, ja, ihr arbeitet dann wieder ganz, ganz hart. Ja, ihr habt es im Handumdrehen fertig. Ihr seid von der schnellen Sorte. So schnell, dass ich euch so viele Kastanien holen muss. Ja, bla bla, setzen es fort, bald schon. Näherte sich dem Ende. Och nein, wir müssen das Ganze nochmal machen. Ey, das ist nicht wahr. Okay. Ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Wir gucken beim nächsten Mal dann weiter nach Kastanien und schauen mal, wie lange ich hier Kastanien suchen muss. Oh Gott. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.